Das Problem ist ja hier ein bisschen ähnlich. Hier ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert. Die Leute wollten und wollen auch eigentlich gar nicht weg, aber werden die Pistole auf die Brust gesetzt. Und da hat relativ viel mit die SPD zu tun, die ja auch hier diese Autobahn durchpeitscht. Sozusagen die ganzen Projekte, die von der Regierung kommen, sind einfach zum Kotzen und werden eigentlich, vorher war es rot-rot, jetzt ist es rot-schwarz, eigentlich immer nur fortgesetzt und gegen unsere Interessen, also gegen die Interessen der armen Leute stark gemacht. Wir können dann gucken, wo wir bleiben, wenn wir uns nicht wehren. In dem Fall fordern wir ein Bleiberecht für alle Bewohnerinnen dieses Hauses und wir fordern, dass es bezahlbare Wohnungen im Kiez und sonst wo gibt. Und würden uns auch nicht, dass wir als verschiedene Initiativen uns zusammentun müssen, auch gucken müssen, wie können wir die Häuser halten, weil wir halten das für politisch noch längst nicht abgeschlossen, auch wenn es juristisch schon durch ist, und wie wir mit den Bewohnern zusammenarbeiten können und die unterstützen können, auch in dem Vorhaben hier bleiben zu können. Es geht zum Teil um unsere Würde, es geht zum Teil auch darum, dass wir wenig Geld haben und auch in diesem Kiez wohnen bleiben wollen, und es kotzt uns einfach an, dass hier alles mit Geld aufgewogen wird, das ganze Leben. Da muss einfach erstmal Schluss mit sein. Herr Schäumer ist von dem Senat, also nicht vom Senat, sondern vom Bezirk, und er ist zuständig für die Bau. So reden, das geht alles ganz locker easy. Ich bin auch recht cool drauf. Ich komme nämlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zum Bezirksamt Treptow, nee, Rathaus Treptow, Neukölln. Ich muss das noch aufsetzen. Aber Köpenick, danke schön. Köpenick, ich habe schon ganz vergessen. Also ich lasse mich manchmal auch mit einem fetten Audi vors Rathaus vorfahren. Wenn die richtigen Leute da sind, brauche ich nämlich einen Chauffeur. Ich weiß nicht ganz verbirgt, ob diese Geschichte stimmt. Ich komme also aber eigentlich doch eher immer mit dem Fahrrad. Ich lebe hier in der Nähe. Ja, da geht's schon los. Das gefällt mir. Und ich kaufe mit meiner Frau manchmal auch eine LPG ein. Wir haben relativ viel Geld, aber wir sind auch nur genügsam. Also ich als Sozialdemokrat, das muss ich Ihnen hier nochmal sagen, freue mich auch, dass Sie alle hier sind und die soziale Komponente dieses Ereignisses begrüße ich sehr, auch dass die Nachbarn da sind und sich noch am demokratischen Willensbildungsprozess beteiligen. Und es ist etwas spät, wir haben das Ganze schon beschlossen, die A100 wird natürlich gebaut, weil die Wirtschaft das so braucht und weil sie das will. Ich als A100-Befürworter, ich kann eigentlich auch nur Vorzüge erkennen, beispielsweise die Beamten des Bundeskriminalamts können so direkt da schnell an- und abfahren. Und unser allseits beliebter Bürgermeister, hier geht's ja los, meine Damen und Herren, des Berliner Flughafens, wird ja natürlich 2019 hier den Flughafen endlich mal eröffnen. Und in diesem Zeitraum wird es dann so sein, dass die Piloten auch schnell hierher kommen müssen. Da hinten versuchen wir dann noch Eigentumswohnungen rauszukreieren. Diese Häuser stören dann natürlich. Wir brauchen die Abfahrt. Wir möchten auch gerne die 18 und die 16 auch noch abreißen, weil wir möchten hier einen Zubringer machen. Das ist notwendig, weil es nämlich sonst dort hinten zu sehr verstopft wird. Wir müssen eine Verkehrsentlastung bringen. Also die Häuser hinten, die glauben ja, sie sind sicher. Die machen das immer scheibchenweise, wie in der Sozialdemokratie üblich. Immer scheibchenweise, dass die Leute sich nicht zusammentun und wehren, sondern immer ein Stück vereinzelt sind. Deshalb machen die erstmal eins nach dem anderen. Und wir von den Sozialdemokraten, wir haben natürlich ein soziales Programm. Wir stehen dazu, und das sollten Sie auch in der Europawahl bitte beherzigen, wir stehen dazu, wir sind für das Recht auf Wohnen. Nur, das sollte man auch sagen, nicht an jedem Ort und nicht zu jeder Zeit, das ist sehr wichtig. Denn die Steuerzahler soll es ja durchaus geben. Die wollen ja natürlich auch nicht über Gebühr beansprucht werden. Wir stehen schon zu dem Solidarprinzip, aber es muss auch eine gewisse Grenze haben. Und in dem Sinne würde ich dann auch sagen, man muss auch mal woanders hinziehen können und sich seinen Lebensraum neu schaffen können, auch wenn man es nicht unbedingt bezahlen muss. Nun 60 Euro mehr im Nachbarviertel, das soll ja doch wohl machbar sein. Was wir ein bisschen problematisch finden, ist, wenn Sie sozusagen die Ordnung unterlaufen und sozusagen glauben, Sie müssten sich außerparlamentarisch zusammentun mit anderen Gruppen. Davon würden wir dringend abraten. Ich würde Sie gerne zur BVV einladen. Ich bin ein rhetorisch geübter Redner und rede alle an die Wand und kriege jede Bebauung durch. Und das könnte auch ein Job für Sie werden. Es kommen natürlich nie immer alle durch, aber ein Teil kommt einfach durch und ich bin durchgekommen und ich profitiere davon und Sie profitieren letztlich auch davon. Und ich bedanke mich natürlich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Frau Richter, bitte ans Mikrofon. Frau Richter, bitte. Wir hätten aber
was Schönes für Sie in Schöneweide. Ja. Ungefähr 80 Euro mehr im Monat. Aber das müsste ja vielleicht etwas bezahlbar sein für Sie. Das können Sie sicherlich noch leisten. Ist ein bisschen kleiner allerdings. An einer guten Hauptverkehrsstraße, Sie haben eine sehr gute Verkehrsanbindung, nicht ganz ruhig, aber es ist einfach machbar. Ich muss Sie allerdings bitten, innerhalb von, ich sage mal, 5 Tagen brauche ich Ihre Entscheidung. Die Wohnungen sind reserviert, es wollen ja noch andere aus diesen Häusern möglicherweise dort einziehen. Und es wäre eigentlich auch besser, also Sie sagen mir morgen oder übermorgen schon Bescheid. Dann kann der Klempner nämlich schon mal das Wasser abstellen. Denn wir müssen auch relativ schnell, ich bitte Sie, Arbeit, Sie wollen hier nicht geltend machen. Man muss doch auch mal Mut haben für einen Tapetenwechsel. Ja? Also sagen Sie mir am besten morgen früh doch nochmal Bescheid, einen Besichtigungstermin. Ich weiß nicht, Sie können doch nicht jetzt in Ihrer Situation noch einen Besichtigungstermin wünschen. Na gut, also wir können das, passt es Ihnen gleich? Passt es Ihnen gleich an? Passt Ihnen nicht gleich, das ist natürlich schade. Also nein, eine Abfindung kann ich Ihnen auch nicht anbieten. Sie wissen, notorisch klamm ist ja der Senat. Da kann ich Ihnen keine Hilfe machen. Warum ich so einen Druck mache? Ich mache doch keinen Druck. Also ich muss doch schon sehr bitten, ich helfe Ihnen. Ich stehe Ihnen zur Seite, damit Sie schnell eine Wohnung finden. Wie, ich zermürbe Sie? Sie können nachts nicht schlafen, das macht Ihnen Angst? Ach, vielleicht haben wir Vollmond, also ich würde das jetzt nicht so eng sehen. Sehen Sie, wir haben für Sie eine Wohnung und Sie wollen nicht... Nun reißen Sie sich doch mal zusammen, die Wohnung ist in Schöneweide, das ist doch gar nicht so schlecht, junger Mann. Also ich denke, die Wohnung in Altstrahlau, die Eigentumswohnung für 6.000 Euro, ich denke, die kommt ja nicht so in Betracht. Was machen Sie denn da? Wieso, warum? Ich mache keinen Psychoterror. Ich mache doch keinen Psychoterror. Das mögen Sie so empfinden, das ist doch ein ganz normales Programm. Wie bitte? Sie wollen die Wohnung nicht verlassen? Die A100 interessiert Sie nicht, aber das bringt doch alles durcheinander, die Zeitplanung. Wir wollen vollendete Tatsachen schaffen. Die Häuser müssen weg und zwar, sobald sie raus sind, haben wir die Chance, vollendete Tatsachen zu schaffen. Nein, politisch ist das Projekt natürlich nicht richtig durch. Das kann man immer alles noch kippen. Wir suggerieren nur, dass das sozusagen hoffnungslos ist. Bitte ziehen Sie sich, also machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wie, Sie wollen sich auch noch mit anderen verbinden? Warum denn das? Das ist doch gar nicht nötig. Wissen Sie also, wir können doch auch irgendwie anders zusammenreden in anderen Stadtteilen, da kriegen wir die auch alle klein. Also ich gebe jetzt auf. Vielen Dank.